Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das erste, also neue Album der Band Prag. Allein wegen des liebevollen Covers muss man diese CD... Erik, wo kauft man solche Anzüge? Ich meine, ich bin jetzt offensichtlich sehr, sehr Outfit-orientiert, aber dein Anzug hat ja nicht auch Michi gemacht. Oder? Nee, glaube nicht. Der ist aus Berlin. Aber schaut total geil aus. Danke. Benutzt du auch die Serviette in dem Stück? Ja, natürlich, klar. Wir alle waren so verliebt in Sophie Massot. Sag nicht, es war nicht so und alle Mädchen standen auf Pierre Cousseau. Wir alle waren so verliebt in Sophie Massot. Sag nicht, es war nicht so, denn es war doch so, sag nie, es war nicht so. Kurzer Ausschnitt, Sophie Massot, der Band Prag. Da merkt man sofort natürlich sehr anspruchsvolle Lieder. Das heißt, man wird die Scooter-Fans damit wahrscheinlich nicht kriegen können. Na ja, weiß man nicht. Wie würdet ihr diesen Musikstil beschreiben? Heute wurde uns gesagt von Österreichern, dass es Filmmusik eigentlich ist. Das ist keine Popmusik. Ist keine Popmusik. Heute wurde uns gesagt, es ist keine populäre Musik. Es ist keine populäre Musik. Aber das war, fanden sie gut. Das war ein guter Kompliment. Aber ihr habt extra ein Label gegründet dafür, ja, oder? Das ist ja auch ganz cool. Ja. Ihr werdet bei uns heute auch noch live gleich spielen. Was werdet ihr spielen bei uns? Bis einer geht. Euch spielen wir, bis einer geht. Heißt, also, nee, also der Song heißt so. Auch eher eine stille Nummer. Aber Prag, ist der Bandname nicht deswegen gewählt, weil man ja klischeemäßig auch den Tschechen eine eher, sagen wir mal, melancholische Lebensweise nachsagt? Genau. Na gut, wenn wir jetzt wirklich in die Tiefe auch gehen wollen, und das ist eigentlich unsere Lieblingsantwort dazu, dann natürlich ja. Also wir haben uns sehr, sehr verbunden gefühlt musikalisch mit der Atmosphäre dieser Stadt, so ja, mit der Melancholie und der dieser komisch etwas östlichen Bohem, ja, dort schon und auch so. Trinken, Pulsadern aufschneiden. Ja, und so. Also ist was anderes, ob man seine Band Las Vegas nennt oder Prag. Dann wir haben Liebe von dir gefragt, fand ich. Das war eine richtige Frage. Wisst ihr eigentlich, dass wir uns schon mal getroffen haben? Ich muss mal ganz kurz. Vor Jahrzehnten. Da habe ich euch interviewt und das. Ja. Wirklich? Ja, doch, im Radiostudio, ich weiß noch genau. Wir haben uns auch schon getroffen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Und dann wart ihr total betrunken. Nein! Das kann nicht Vielen sein. Dank, dass ihr da wart. Nein, aber wo haben wir uns getroffen? War's peinlich? Und zwar? Aber mach's nicht jetzt so, mach's so, dass du danach noch... Das ist noch gut. Ihr wart natürlich nicht während der Sendung oder so, um Gottes Willen. Ihr habt diese Sendung für Radio 1 im Bunker gemacht. Da ist er gegangen, oder? Ich glaube, du bist gegangen. Da ist er besoffen gegangen. Also er hat versucht zu gehen. Ja. Und ich habe da mit meiner anderen Band gespielt. Das gibt's ja nicht. Das war in einem Atombunker. Genau. Mit lauter, das war total spooky. Unfassbar spooky, ja. Vom Ende der Welt haben wir berichtet. Genau. So, so peinlich kommen die Leute zusammen. Ja. Und du warst auch dabei? Nein. Nee, ich habe euch mal interviewt als kleiner MTV-Frischling. Genau, das vorher nämlich Josef Hader interviewt. Das kann mich nur erinnern, da war ich auch dabei. Da wart ihr ganz schön so, da wart ihr schon auch ganz schön cool, ne? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt müde. Auch, aber ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Wirklich? So dadurch dann, ja. Aber weißt du, dass ich habe dich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen in der Christian-Ulmann-Sendung damals, wo ihr wart zusammen auf einem Feld standet ihr und habt überhaupt nichts gemacht. Und man hat irrsinnig gern zugeschaut. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich auch nicht. Wir haben auch tatsächlich nicht gedacht, dass es jemals ernsthaft ausgestrahlt wird. Das wir war persönlich unglaublich hatten gut. Spaß, das war fast das Beste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Zwei Menschen stehen auf einem Feld und machen gar nichts. Das versuchen wir hier auch, aber... Ja, hat was Beckett-mäßiges. Ja. Freut mich sehr, dass es euch in der Sendung gefallen hat. Ich darf Sie, liebe Zuschauer, auffordern, in alle Filme und Fernsehproduktionen von Michael Ostrowski zu gehen und die nächsten Konzerte der Band Prag zu besuchen, von der wir jetzt eine Kostprobe hören werden. Es gesellt sich jetzt noch ein Mitmusiker zu euch. Ja, Tom Krimi. Hier ist die Band Prag. Bis einer geht. Dankeschön. Der See ist doch gemalt, so wie im Märchen steht der Wald. Und der Himmel muss ein Fotofilter sein. Wir rannten durch die Wiesen, so als lägen hinter diesen unsere Kindheit und wir beide wären klein. Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Komm und lass.
lass uns kommen, lass uns fahren, solange sich der Motor dreht. Dann lass uns da bleiben, bis einer von beiden geht. Bis einer geht. Auch ist durch die Blätter und die Luft nicht nach Gewitter. Der Tag hat sich langsam abgekühlt. Ein Tag so wie Ferien oder besser wie sich Ferien in den Tiefen der Erinnerung anfühlt. Jetzt bitte nicht zu. Jetzt bitte nicht zu.